Hier im Adenauerhaus herrscht natürlich gute Stimmung. Michael Große-Brömer ist bei mir, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion. Vom Schulz-Zug war nicht viel zu sehen, aber AKK hat zugeschlagen. Ja, zugeschlagen würde ich nicht sagen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen seriösen, faktenorientierten und kompetenten Wahlkampf gemacht. Im Übrigen so, wie auch ihr Regierungsstil ist. Der Spitzenkandidat der SPD hat sich massiv im Saarland eingesetzt. Es hat wohl offensichtlich nichts genutzt. Also insofern kann man ja vielleicht sagen, innerparteiliche 100% kann man machen. Ich sage mal, bei den ersten Wahlen dann ähnlich erfolgreich zu sein, ist dann auch schwieriger. Und ich glaube, in schwierigen Zeiten zahlen sich diejenigen aus, die ihre Regierungsfähigkeit unaufgeregt an der Sache orientiert unter Beweis gestellt haben. Das gilt für Frau Kramp-Karrenbauer genauso wie die Kanzlerin. Deswegen gehen wir sehr zuversichtlich jetzt in dieses Wahljahr 2017. Aber man muss schon sagen, dass ein Trend aus dem letzten Jahr sich fortsetzt, nämlich dass der regierende Ministerpräsident, in dem Fall eine Ministerpräsidentin, immer so ein bisschen das Prä hat. Interessant ist ja auch die Wahlbeteiligung stark erhöht. Und die Union hat es offensichtlich geschafft, die Menschen an die Urne zu bringen. Ein Ergebnis über 40. Hätten Sie das vorher gedacht? Offen gestanden wünscht man sich immer so ein Ergebnis. Aber Frau Kramp-Karrenbauer war ja beim letzten Mal schon gut. Und dass sie jetzt noch mal dieses gute Ergebnis auch noch mal toppen kann, ist für sie natürlich ein persönlich gutes Ergebnis, aber auch für die Union im Saarland und insgesamt in Deutschland. Weil, ich wiederhole das gerne, ich glaube, Sprüche ist das eine und Regieren das andere. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, es ist ein Trend, immer wieder wird der Regierungschef bestätigt. Aber es wird ein Regierungschef bestätigt, wenn er erfolgreich ist und in schwierigen Zeiten unter Beweis stellt, an der Sache orientiert, unaufgeregt zu regieren. Und das war, glaube ich, auch heute der Grund für dieses tolle Ergebnis im Saarland. Man soll das kleine Saarland sicherlich nicht überbewerten, aber es war doch eine Richtungsentscheidung der Saarländer, nämlich genau wie Annegret Kramp-Karrenbauer das in ihren Wahlkämpfen auch immer gesagt hat, entweder weiter solide Politik in der Großen Koalition oder ein rot-rotes Linksbündnis. Und offensichtlich die Mehrheit der Saarländer will genau Letzteres nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Umfragen das so bestätigen, dass man Rot-Rot so schlecht findet. So schlecht findet wie ich im Übrigen, weil ich glaube, das würde schlechte Politik bedeuten, sowohl im Saarland als auch in Deutschland. Aber ich glaube, dass es viel wichtiger ist, darauf hinzuweisen, dass die Alternative schlecht ist, wenn man jemanden hat, der Regierungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat, der gezeigt hat, ich kann erfolgreich sein für dieses Land, für dieses Saarland. Und dann sagen die Leute jenseits aller möglichen Arithmetik, ich wähle lieber diejenigen, auf die ich mich verlassen kann. Und deswegen glaube ich, haben wir auch mit Blick auf die Bundestagswahl gute Aussichten. Wir haben einen schönen Start hingelegt heute. Eine Wechselstimmung in Deutschland herrscht sicherlich nicht, aber wenn wir noch mal Annegret Kramp-Karrenbauer sehen, sie ist ungemein beliebt an der Saar. Diesen Vorsprung hat Angela Merkel im Bund zumindest nicht mehr in der Form. Was kann denn die Bundes-CDU aus diesem Wahlkampf von Annegret Kramp-Karrenbauer und dem heutigen Tag lernen? Jeder Wahlkampf ist der Wettstreit um die richtigen Ideen und im Zweifel auch um die richtigen persönlichen Kandidaten. Und deswegen glaube ich, wenn wir insgesamt sehen, dass die Zeiten unruhiger geworden sind, bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschen überlegen, wähle ich das Bewährte, das Vertraute, im Übrigen auch wähle ich denjenigen, der diesem Land gut getan hat. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass Rot-Rot offensichtlich klar heute eine Absage erteilt wurde. Auch ein schönes Ergebnis, aber in erster Linie muss man sagen, herzlichen Glückwunsch Annegret Kramp-Karrenbauer und die Union im Saarland. Michael Große-Brömer, vielen Dank. Ja, ein bisschen Zurückhaltung ist fast zu spüren hier im Adenauerhaus. Man kann es eigentlich kaum glauben, denn was ist nicht alles vorhergesagt worden? Und wenn Sie sich zum Beispiel heute die Bild-Zeitung angucken, an einem Wahltag, der Spitzenkandidat der SPD, Martin Schulz, vorne drauf, 3 Seiten Interview. Ich möchte nicht wissen, wie kommentiert worden wäre, wenn heute ein Interview mit der Bundeskanzlerin auf dieser Seite abgedruckt worden wäre. Und damit zurück in unser Studio nach Bonn.